oben hin. So. Sieht das aus? So, also, ja, Metric Plus, hab nachgeschaut, 14 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, 13,99 tatsächlich. So. So, ich glaube, so kann man das lassen, oder? Sieht doch ganz gut aus. Ja, würde ich mal sagen. So, was müssen wir jetzt hier machen? Okay, so, ich muss, denke mal, ich muss hier rüber. Dann muss ich hier rüber. Und jetzt. Und zums. Und zups. Und. Oh, verdammt. Das, so funktioniert das nicht. Ach, jetzt muss ich den wieder ansprechen. Ich muss da also drüber, okay. Da drüber. Da drüber. So. Darüber und hopsa. Okay. Save Point. So, da muss ich mich jetzt runterfallen lassen. Okay, hier rein. Und jetzt. Da rein. Da rein. Da rein. Oh, schaffe ich das von hier aus? Nee, verdammt. Ah nein, ich Idiot. Nein. So ein Scheiß. Och Mann, ey, ist doch Kacke. Bullshit, Scheiß hier wieder. Das ist zu weit entfernt. Und er nimmt das wieder nicht an. Ich hasse es. Verdammte Axt. Sagt da nichts zu. Irgendwie ist die Haupttodesursache Fallschaden, oder? Ja, bei mir schon irgendwie, ja. Hm? Was ist das? Ach so, ist das Ziel da oben. Es liegt aber irgendwie daran, weil durch den Stream habe ich so eine ganz leichte Latenzverzögerung und das killt mich jedes Mal, weil es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ein Rara, den könnte ich jetzt eigentlich töten. Ach komm. Geht ja schnell. So, jetzt müssen wir einmal wieder hochlaufen. Ich hab Spaß, ich hab Spaß.
Und ich lauf, lauf, lauf wieder rauf hinauf. Ich lauf, lauf, lauf wieder rauf hinauf. Weil ich bin runtergeflogen von diesem scheiß Wasserfall. Also lauf, lauf, lauf ich hier rauf hinauf. Euer Schicksal ist besiegelt. Wenn ich mich rumdrehen würde und dir klatschen würde, dann wird dein Schicksal besiegelt, du blöder Bitch. So. Unsere Magie wird euch zerbrechen. Springen, 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 springen. Donnickel? Was ist denn Donnickel? So, probieren wir das Ganze einfach nochmal. Zap. Und zap. Und das war zu weit. Ui. Ich habe gerade gedacht, jetzt falle ich wieder in den Tod. Das Spiel fängt mich nicht auf, aber es hat mich aufgefangen. Das war zu kurz. Also nochmal. Von dem kommt das Lied. Ach so. Das kann sein, ja. Ich höre solche Lieder nämlich eigentlich nicht. So, Save Point. Das heißt jetzt nicht mehr die 5 drücken. Nicht mehr die 5 drücken. So. Dahin. Da rein. Um da reinzukommen. Um da reinzukommen. Um da reinzukommen. Und jetzt komme ich hier ganz einfach rüber. Bam! First try. Nee, ist klar. Sehr gut. Sehr gut, 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 sehr gut. So, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich da wieder hin. Drück mal die 5. Okay. Passiert nichts. Haha. Ach komm, ich bin zu faul. Bring mich mal bitte eine Melodie. Ich möchte einmal eine Melodie bitte. Und dann macht ihr mir jetzt mal eine Flugstunde. Mal Flugstunde. Und das machen wir im Melodil. Da geben wir jetzt die Quest ab. Ja, geben wir Quest ab. Und wenn wir die Quest abgegeben haben, da gehen wir, weiß ich noch nicht. Machen wir auf jeden Fall weiter, ja? Wir müssen jetzt erstmal hier runter in die Höhle. Ja, in die Höhle runter. Mein Name ist Langjit. Langjit immer nicht Nick. So, Nachtsichtigen, Quest abgeben. Vertraut nicht jedem. Bam! Was ist das denn? Kuriose Münze, cool. Das Zinnobertal. Ich muss einfach direkt an Pokémon denken. Warum? Zinnobertal? Was ist denn mit dem Zinnobertal? Eine kuriose Münze habe ich gekriegt. Cool. Jo, auf nach Dalalan. Gib mir jetzt mal nach Dalalan. Wo hast du denn jetzt Zinnobertal her? Bin immer noch in der Warteschleife. Es fehlen noch Heiler, 5 Stück. Ja, ja, ich kenne die Zinnoberinsel. War da gerade Zinnobertal? Stand das da? Ich habe nichts von Zinnobertal gelesen, deswegen wusste ich jetzt nicht, wie du drauf kommst. Ich kenne die Zinnoberinsel und ich weiß auch, Pokémon Rot-Blau habe ich ja auch gespielt, beziehungsweise Rot und Gelb habe ich gespielt. Ja. Hallo?
Stand gerade da, dass du Zinnobertal bist. Ach so, cool. So, was muss ich denn jetzt noch machen? So, ich soll Jagd nach Dingens. Da habe ich 36 von 40. Dann brauche ich das. Und ich muss Krul. Krul. Ich weiß nicht, wie ich Krul töte. Ich kann es ja nochmal versuchen. Wie viele Splitter habe ich denn? 2000. Habe ich viele Versuche. Ich versuche mal Krul. Vielleicht kann ich auch nachlesen, wie ich den töte. Das wäre doch mal was. Wie heißt das? Unter 200 zu 0. Ach so, unter 200. Ah, und das soll ein Smiley sein. Ich wollte gerade schon sagen, unter 200 zu 0, was? Rückkehr des Hochlords. Rückkehr des Hochlords. Allgemein, ihr müsst eure Verbündeten wählen und Korvas beschützen und alle Gegner, die während des Kampfes auftauchen, sofort an euch binden. Der Kampf erfordert sehr hohe DPS-Zahlen, geizt also nicht mit euren offensiven Cooldowns. Die größte Herausforderung im Kampf gegen Krul ist, die zahlreichen Adds und den Boss so zu positionieren, dass ihr möglichst an allen Gegnern gleichzeitig Schaden verursachen könnt. Auch Unterbrechen ist gefragt, Netastampfen, Netasturm und Vernichten sind gute Beispiele für Gegnerfähigkeiten, die den Kampf vorzeitig beenden können. Alle Gegner, Boss inklusive, sind unterbrechbar. Oha. Als ob ich das schaffe, ey. Das ist so knackig schwer. Das ist ja knackig. Knackig schwer ist das. Knackig schwer. Da brauche ich jetzt richtig Glück. Ach ja. So, lass ich mich mal hochbeamen. Kriege ich wieder einmal kostenlos? Jawohl. Geil, einmal kostenlos. Gucken, ob ich das hinkriege. Ich glaube nicht, aber man kann es ja versuchen. Arrogantes Pack. Ich trage die Seelen von tausend unterworfenen Welten in mir. Selbst ein kleiner Teil meiner Macht reicht aus, um euch zu vernichten. Nicht so schnell. Varys, entledigt euch dieses Gesindels. Mit Vergnügen, mein Gebieter. Okay, jetzt wird's heftig. Der Typ macht ordentlich Schaden. Ich hab den noch nicht kaputt gekriegt. Ich hab die erste Phase noch nicht geschafft. Deswegen, keine Ahnung. Gucken wir mal, ob wir das jetzt mal hinkriegen. Ich weiß nicht, ob ich dafür nicht auch so einen Trank nehmen soll. Ich glaube, ich mach das jetzt erstmal ohne. Ich probier das einfach mal. Okay. So, los geht's. Wieso macht das verdammt nochmal so viel Schaden? Warum? Was hat mich jetzt getötet? Ich versteh's nicht. Ich war volle Lebenspunkte. Kapier ich nicht. Todesstoß bei 14% Gesundheit. Ich kapiere den Boss nicht. Ja, locker, easy, first try. Du musst einfach nur nicht sterben. Ja, das ist richtig.
Hätte ich mir den Tipp mal direkt angeguckt von dir. Verstehe das nicht. Weiß es noch nicht, wie ich den besiegen soll. Weil ich kämpfe ja gegen den und irgendwie bin ich von jetzt auf gleich tot. Ich habe bei mir gesehen, dass ich volle Leben hatte, plus diesen Schild. Und trotzdem bin ich instant gestorben. Das Licht sei mit. Jetzt muss ich halt Splitter bezahlen, um da wieder reinzukommen. Das ist voll nervig, wenn man keinen Fortschritt sieht. Ich mache das jetzt 1-2 Mal und dann gucke ich mal. Der Typ ist zu schwach, geben wir ihm mehr DMG. Ja. Ich meine, man hat ja diesen Prophet Velen an seiner Seite, aber das bringt irgendwie so gefühlt gar nichts. Tausend unterworfenen Welten in mir. Selbst ein kleiner Teil meiner Macht reicht aus, um euch zu vernichten. Nicht so schnell. Ich achte jetzt mal genau darauf, was mit meinen Lebenspunkten passiert. Varys, entledigt euch dieses Gesindels. Ich weiß auch nicht, was dieses Feld um ihn rum macht. Mein Gebieter. Ich werde eure Wunden heilen. Wendet euch stets zum Licht. Ich muss nicht. Ich darf da gar nicht reingehen, das war das Problem. Nicht sterben! Nicht sterben! Licht wird schwächer, Prophet. Das ist euer Ende. What? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin nicht gestorben. Ha! Ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Jetzt aber die Frage, wie kriege ich das hin, dass kein anderer stirbt? Ich muss erstmal was essen. Fortschritt, du hast deinen Freund sterben lassen. Das ist ein Pluspunkt. Ja, ist es doch auch, oder? Ich bin nicht gestorben. Das ist doch schon mal in Ordnung. Ich weiß nicht, werde ich vollgemacht, wenn ich hier reingehe? Braucht ihr Hilfe? Ich weiß halt noch nicht. Ich meine, ich habe jetzt gerade ja zumindest mal herausgefunden, warum ich immer gestorben bin. Und zwar, weil ich in diesem Scheiß nicht drin stehen darf. Arrogantes Pack! Ich trage die Seelen von tausend unterworfenen Welten in mir. Selbst ein kleiner Teil meiner Macht reicht aus, um. Solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ja, richtig, richtig. Nicht so schnell. Varys, entledigt euch dieses Gesindels. Mit Vergnügen, mein Gebieter. Ich habe kein Ziel. Ich werde eure Wunden heilen. Wendet euch stets zum Leben. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu hart. Wo ist denn hier das Licht? Hier soll mich doch irgendwas heilen. Nein! Nein! Boah, das war aber schon besser, oder? Das war schon besser. Komm, macht man's richtig, schon geht's. Ja, man muss halt... Puh.
Das ist echt nicht einfach, ey. Das ist echt nicht einfach. Seid gegrüßt. Wie viele Splitter habe ich eigentlich noch? Ein paar müssten es noch sein. Ein paar Versuche habe ich noch. Zur Not mache ich das jetzt einfach. Hau ich meine 2000 Splitter da einfach rein, ey. Scheiß drauf. Ja, komm. Zumindest ein bisschen mache ich noch. Also, wenn ich gleich offline gehe, dann höre ich auf. Wenn ich offline gehe, höre ich auf. Nee, ein bisschen mache ich noch. Zwei, drei Versuche. Das war auf jeden Fall schon besser. Selbst ein kleiner Teil meiner Macht reicht aus, um euch zu vernichten. Nicht so schnell. Entledigt euch dieses Gefängnis. Das war ein Rückschritt. Du musst deine Freunde sterben lassen. Nee, das war schon ein Fortschritt. Mein Gebieter. Ich werde eure Wunden heilen. Wendet euch nicht zum Glück. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie hat da was nicht funktioniert. Weiß nicht, woran das jetzt lag. Das war irgendwie Käse. Ehre dem König von. Das war ein Rückschritt gerade. Tatsächlich. Ein Licht hinter mir, glaube ich. Ah, das hätte es sein können, ja. Arrogantes Pack! Ich trage die Seelen von 1000 unterworfenen Welten in mir. Selbst ein kleiner Teil meiner Macht reicht aus, um euch zu vernichten. Da kommen immer so kleine Leuchtefelder, die ich gekonnt ignoriere. Ich sehe keine Leuchtefelder. Ich ignoriere die nicht. Ich sehe die nicht. Diese scheiß Leuchtefelder. Varys, entledigt euch dieses Gesindels. Ich werde eure Wunden heilen. Wendet euch stets an diesen Gegenstand. Ich bin außer Reich. Das ist zu weit entfernt. Ja, wie soll ich das machen? Da habe ich jetzt gerade das Leuchtfeld gesehen, aber pff. Wie soll ich denn da so schnell hinkommen? Wenn das Ding auf der anderen Seite da bekämpft werden muss. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert, ey. Grüße. Das Licht segne euch. Kann auch sein, dass das irgend so ein Zauber ist, der dir nichts nützt. Ja. Ich meine, das Ding soll ja wirklich schwer sein. Und das ist auch einfach schwer. Das darf man nicht vergessen. Wie meintest du? Okay. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll. Kauf dir einen Düsenantrieb. Ja, ich habe einmal springen, aber... So. Okay. Mach uns das jetzt erstmal hier. Das wird mein Gebieter. Eure Wunden heilen. Wendet euch stets zum Licht. Ich muss näher ran. Da ist ein Ding.
Nein! Der Typ macht einfach viel zu viel Schaden. Ehre dem König, Freund. Schon ein bisschen stressig gegen den, muss ich sagen. So leicht stressig. Arrogantes Pack! Ich trage die Seelen von 1000 unterworfenen Wilden in mir. Selbst ein kleiner Teil meiner Macht reicht aus, um euch zu vernichten. Nicht so schnell. Auf ein neues. Entledigt euch dieses Gesindels. Mit Vergnügen, mein Gebieter. Wir nehmen 10% des DMG weg und geben ihm 300% Leben dazu. Das würde nicht reichen. Ich werde eure Wunden heilen. Wendet euch stets. Aura einziehen. Siegesrausch, Siegesrausch! Nicht sterben! Nicht! Nein, da ist ein... Nein, da war die Fläche! Ich wollte zur Fläche! Nein! Wie gemein! Verdammt! So, einmal geht noch. Okay, ich habe zumindest schon mal was rausgefunden. Ich brauche nicht zu dem Boss-Typen gehen. Wenn ich das richtig verstehe. Der Boss ist erstmal uninteressant. Die steht vor 3 Stunden und du gammelst in 20 Monstern ab. Ja, ich musste mich ja die ganze Zeit hochheilen. Das war ja das Problem. Das war einfach gerade die Situation, dass ich so kurz immer vorm Tod war, dass ich weiterkämpfen musste. Nicht so schnell. Varys, entledigt euch dieses Gesindels. Mit Vergnügen, mein Gebieter. Ich werde eure Wunden heilen. Wendet euch stets zum Licht. In diesem Gegenstand nicht benutzen. Nee. Das ist zu willkürlich hier gerade. Euer Licht wird schwächer, Prophet. Das ist euer Ende. Nee, das schaffe ich nicht. Was ist das denn? Okay. Braucht ihr etwas? Man sieht sich. Nee, das schaffe ich nicht. Hier kann ich nichts machen. Bei dem auch nicht. Hier gibt's auch nichts mehr. Okay. Ja, dann werde ich das genauso jetzt erstmal beenden für heute. Da ist nichts bei rausgekommen. Das kann ich wieder abbrechen. Du warst kurzzeitig besoffen. Ja.
Man kann sich übrigens in WoW auch besoffen. Also man kann Alkohol trinken und wird dadurch besoffen tatsächlich. Und dann schwankt man auch so durch die Gegend. Okay, ja, also ich danke fürs Zuschauen an alle Beteiligten. Das war sehr cool heute. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann jetzt irgendwann in der Woche mal wieder in dem Stream sehen. Und ja, verabschiede mich dann jetzt an dieser Stelle von euch.